Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Wir haben heute hier eine Vorlage, die entscheiden soll über die Finanzierung und den Bau eines neuen Affenhauses. In der Sache könnte die Unruhe vielleicht etwas aufhören. In der Sache entscheiden wir, ob die Stadt dem Zoo 12 Millionen Schulden leiht und der Zoo diese und die Stadt dann dem Zoo in den nächsten Jahren 400.000 Euro gibt, die der Zoo direkt wieder an die Stadt zurückgibt. Das lässt den Zoo dann im Jahr 2031 mit fast 10 Millionen Euro Schulden zurück und kein Mensch weiß, wie der Zoo dieses Geld jemals zurückzahlen soll. Und natürlich wissen wir, was dann passiert. Wir wissen, was im Jahr 2031 passiert. Der Zoo wird sagen, ups, wir können das Geld nicht zurückbezahlen. Der Stadtrat wird natürlich dann aushelfen. Wir verschieben jetzt nur ein Problem. Wir verschieben jetzt nur. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt bitten, dass wir im Schlussspurt mit der Konzentration nicht nachlassen. Und deswegen würde ich bitte alle Gespräche, die, wenn sie denn sein müssen, außerhalb des Saals zu führen wissen, damit wir den jeweiligen Redenden die Aufmerksamkeit schenken. Bitte sehr, Herr Dr. Schulte-Wissermann, fahren Sie fort. Wir verschieben einfach nur das Problem 10 Jahre und wir hinterlassen den politischen Menschen im Stadtrat und der Kommune Dresden 10 Millionen echte wahre Schulden bei einer Bank im Jahr 2031. Das ist finanzpolitisch, ist das verantwortungslos. Und daher schlage ich vor, dass ehe wir jetzt ohne Not 17 Millionen Euro für ein neues Affenhaus ausgeben, dass wir Alternativen testen, dass wir Alternativen checken, dass wir herausfinden, kann man mit den Affen, die jetzt da leben, zum Beispiel was anderes machen. Man kann zum Beispiel Jacka und Judy, die bald 50 sind, kann man im Dresdner Zoo belassen, wenn man die drei anderen Tiere abgibt. Die drei anderen Tiere könnten dann zum Beispiel nach Florida, wo auch mal ein deutscher Orang-Utan abgegeben wurde, oder nach Wales. Dort habe ich mit der ehemaligen Tierschutzbeauftragten von Berlin und auch der damaligen Tierschutzbeauftragten, aller deutschen Tierschutzbeauftragten telefoniert. Sie war da persönlich und hat gesagt, ja, diese Institution, das geht. Kein Mensch weiß, wie teuer das ist, aber die in Wales haben mir eine Mail geschrieben, für einen Bruchteil könnten dort die Affen aufgenommen werden. Das sollten wir prüfen und dann entscheiden, ob wir in Pandemiezeiten 17 Millionen Euro für ein Affenhaus ausgeben. Zweitens, der Antrag hat ja zwei Punkte. Der zweite Punkt sagt, wenn wir etwas für Artenschutz und für Klimaschutz tun wollen, dann sollten wir doch direkt dort vor Ort helfen. Also der Antrag zielt darauf, dass Dresden 250.000 Euro im Jahr für Regenwald- oder für Orang-Utan-Programme, für Auffangstationen ausgibt, um direkt dort den Urwald zu schützen. Mit diesem winzigen Geld verglichen mit den 17 Millionen Euro können wir viel mehr erreichen, als wenn wir hier weiter die Affen einsperren. Meine Damen und Herren, wichtig ist, mein Antrag hier heute ist nicht über die Grundsatzentscheidung, wollen wir ein Affenhaus oder nicht. Es ist noch nie geprüft worden, ob man was anderes machen kann. Sie hören immer nur, der Zoo und der Zooaufsichtsrat sagt, das und das geht nicht. Aber haben Sie in Ihren Unterlagen irgendwelche Baupläne? Haben Sie Ihren Unterlagen zum Zoo irgendwelche Betriebskonzepte? Wie werden die Affen leben? Welche Lebensbedingungen haben Sie? Es gibt auch so gut wie keine Aussage zur Zucht. So, das sind alles Dinge, die wir alle nicht wissen. Und natürlich wird der Zoo uns nicht immer die Wahrheit sagen. Das wissen wir. So, deswegen müssen wir die Informationen haben. Und wenn wir herausfinden würden, dass wir mit den in Dresden lebenden 5 Affen, dass wir für, ich sag mal, jetzt mal eine Zahl, 1 Million Euro, denen ein super Leben, das restliche Leben bieten können und ansonsten den Platz im Zoo vielleicht besser nutzen könnten, sollten wir darüber diskutieren. Meine Damen und Herren, geben Sie sich einen Ruck und
wirklich 17 Millionen, um 22.30 Uhr wird es gleich sein, ebenso zu beschließen, ohne zu wissen, was wir wirklich genau beschließen, ist nicht schlau. Dankeschön.